Leute, alles gut? Wolterplante ist nicht tot, denn ja, seit, glaube ich, jetzt Erstellung des Kanals hatte ich jetzt, glaube ich, die längste Upload-Pause überhaupt. Das ist jetzt sogar so weit gegangen, mir wurde jetzt sogar schon auf Discord geschrieben, ob es mir gut geht und alles. Also ja, alles fein, mir geht's gut. Ja, aber ich bin, glaube ich, auch euch als treuen Zuschauern hier auch ein bisschen schuldig zu erklären, warum es jetzt erstmal auf dem Kanal nicht weiter voranging, warum es jetzt gerade zu dieser Pause kam, aber euch jetzt auch trotzdem so ein bisschen, ja, meinen Einblick jetzt in meine Hobbywelt derzeit zu geben, denn es war jetzt nicht so, dass ich jetzt mit Warhammer komplett aufgehört habe, also ich habe schon hier Hobbyzeit betrieben und ja, es war ja auch eine gewisse Sache im Hobby los, Stichwort weibliche Custodes, das ist ja jetzt gerade aufgekommen, das Thema, wo ich ja gerade schon nichts hochgeladen hatte. Und dann kam dieses Thema hoch und ja, was soll ich dazu sagen zu der ganzen Sache? Grundsätzlich habe ich, falls ich mich jemals wirklich groß zu der Sache weibliche Custodes äußern werde, dann glaube ich erst dann, wenn sich die ganze Sache so ein bisschen abgekühlt hat, denn huiuiui, alles was da jetzt so gerade so passiert, es ist sehr unschön. Es bereitet mir keine gute Laune und ich möchte darüber, ja, irgendwie, ich möchte darüber auch auf dem Kanal nicht reden, weil ich glaube, das ist einfach so ein gigantisches Wespennest aktuell noch und so ganz grob, falls ihr meine Meinung dazu wissen wollt, ich stehe, glaube ich, wirklich komplett dazwischen, komplett in der Mitte. Ja. Auch wenn ich... Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach so, ich sehe hier manchmal YouTube-Videos und auch Thumbnails von YouTubern, wo ich denke, ey, was hast du eigentlich mit Warhammer zu tun? Und dann sehe ich das Thumbnail und ich denke mir, Alter, das ist doch jetzt nicht... Also, beide Seiten dieser ganzen Debatte, finde ich, viele schmeißen gerade... Da wird viel gerade mit Scheiße geschmissen und es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß und ich möchte mich auch an dieser Debatte jetzt nicht wirklich beteiligen, weil ich will, wisst ihr hier, wenn ich jetzt so ganz billig ausdrücken soll, dieses Warhammer, dieses Hobby hier, das ist eigentlich mein Safe Space so ein bisschen, das ist so meine Hobbyzone, da habe ich auf sowas keinen Bock. Ja, das war jetzt so mein kleiner Take zu den Custodes. Ansonsten, warum war jetzt so eine Pause hier auf meinem Kanal? Warum ist jetzt eine Weile nichts passiert? Grundlegend, weil ich... abseits jetzt des Kanals auch gut zu tun habe, denn ich sitze gerade aktuell an einem Musikvideo. Das ist jetzt, glaube ich, mein 6. Musikvideo, das ich jetzt animieren werde und mit einem Stil, der... Ich mache gerade viele neue Sachen quasi. Ich lerne gerade viel Neues und der Stil, der... Ich werde hier sicher ein paar Bilder oder sowas oder Videos einblenden von dem, was schon fertig ist und es macht wirklich absolut Spaß, weil das ist so... Ich habe quasi vom Kunden die Freiheit bekommen, dass ich da quasi visuell machen kann, was ich will, Design kann, was ich will, Inhalt kann sein, was ich will. Also das da quasi, was man da sieht, ist so die Welt, die so in meinem Kopf so ist. Und das macht einfach gerade unglaublich viel Spaß. Und da ist gerade einfach so der absolute Hyperfokus drin. Das ist toll. Finde ich super. Abseits, wie geht's jetzt, was habe ich jetzt in der Hobbyzeit so gemacht? Tatsächlich, ich habe wieder so ein bisschen bemalt und ja, ich habe mir ein paar World Eaters gegönnt, Leute, die den Kanal verfolgen, werden es schon gemerkt haben. Und was soll ich sagen, ich glaube meine World Eaters Range, selbst so mit ein paar alten Rhinos, mein altes Ultramarine Rhino ist jetzt ein World Eaters Rhino. Und ja, was soll ich sagen, ich glaube, ich habe jetzt aus der Range, glaube ich, alles von den World Eaters. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist Angron. Weil das Ding ist, ich will Angron irgendwie ein bisschen speziell machen. Das Ding ist, wenn ich einen Angron habe, weil es sollen meine World Eaters sein. Und ich habe überall so kleine Conversions gemacht und da draußen fährt jemand Moped. Habt ihr das gehört? Wenn ich hier so ein paar Conversions mache, dann mein Angron soll ein bisschen speziell sein. Der soll nicht out of the box sein. Und ich überlege, wie. Und das Einzige, was ich jetzt so wirklich so denke, was wirklich geil sein könnte oder was ihn wirklich unique machen könnte, auch die Silhouette ändern könnte, was ist, wenn ich Angron die Flügel von einem normalen Bloodthirster gebe? Dann ist er so ein bisschen breiter eventuell. Also keine Ahnung, wie das dann genau funktionieren wird, aber das ist so meine Idee. Ich wollte ihm ursprünglich vielleicht sogar die Flügel von Bellacor geben, aber Bellacor habe ich dann einfach so aufgebaut, weil ich fand Bellacor war einfach toll als Model, so wie es ist. Aber wenn ich mir Angron hole, muss er so ein bisschen spezieller sein. Junge. Ach, meine World Eaters. Und auch so
die sprechen einfach mit mir, diese Armee, dieses stumpfe Heavy Metal, Kettenachs und alles und dieses Gebrülle, was da drin ist. Also die Armee hat einfach für mich eine Ästhetik und das Rot rauszuarbeiten und auch mit dem Gold und den ganzen Chaos, Unsinn, dass man da auch über so viel Freiheiten hat, das macht einfach Spaß. Und ich finde es eigentlich schön, dass irgendwann, wenn ich hier Angron habe, meinen konvertierten Angron, dass ich dann wirklich das erste Mal wirklich sagen kann, dass ich eine vollwertige 2000 Punkte 40k-Armee habe. Ich meine, ich spiele das Spiel nicht. Ich glaube, ich werde es auch nicht spielen. Aber für den Fall kann ich sagen, ich habe eine vollwertige World Eater-Armee hier. Und wer weiß, vielleicht geht es danach weiter mit einer Combat Patrol Chaos Demons, wo eh nur Corn-Stuff drin ist. Und dann, ja, bastel ich mir irgendwann, keine Ahnung, vielleicht hier einfach hier haben wir so eine riesige Korn-Armee. Und ich arbeite, was Korn angeht, sowieso noch an so einer gewissen anderen Hobbyprojekt. Hab dazu aber noch nichts geteilt, weil das ist, ich weiß noch nicht, ob was draus wird, aber vielleicht irgendwann werdet ihr es hier auf dem Kanal sehen. Yo, Rekrutierungsvideo. Was wird das nächste? Es werden die Dark Angels. Ich habe schon ein bisschen angefangen, am Skript zu arbeiten. Ich habe schon ungefähr einen Plan. Bin aber noch nicht so ganz im Flow. Ich denke mal, die Tage oder Wochen wird da so ein Flow kommen, da ich das Skript zu Ende schreiben werde. Rekrutierungsvideo Dark Angels wird nice. Jawollo. Ja, und abseits davon, wie habe ich hier die Zeit verbracht? Also ich gebe zu, jetzt immer noch nach das Ende der Tod Volume 1. Ich bin gerade so, irgendwie habe ich so eine ganz große Sache, wo ich es erstmal so verarbeitet oder abgeschlossen habe. Sonst, wenn ihr euch interessiert, woran ich gerade irgendwie so nerdig drin stecke, ist gerade irgendwie wieder One Piece. Ja, das ist einfach, seit der Netflix-Serie dachte ich mir, okay, ich fand die Netflix-Serie einfach so mega charmant. Ich fand die so schön gemacht. Und auch der Manga, den Manga und Anime, da gucke ich jetzt hier und da mal rein, lese den Manga auf dem Tablet und gucke hier und da mal, wenn ich Bock habe, irgendwie eine Arc vom Anime. Und es ist einfach eine tolle Welt, dieses One Piece. Und auch sehr inspirierend, muss ich schon sagen. Und auch ab so einem Kontrast zu Warhammer, wo es so bösartig ist. Ja, was soll ich sagen, halt diese ganze Custodes-Sache, die hat es mir, glaube ich, jetzt auch erstmal so ein bisschen, was heißt Freude am Hobby genommen. Also es war einfach so jetzt gerade dieses Mega-Thema und ich hatte einfach, weiß nicht, ist nicht so schön, aber ich hoffe mal, dass sich die Sache abkühlt. Vielleicht, also wenn ich ganz zynisch irgendwie drauf gucke, war irgendwie so mein Gedanke, Mensch, mit dieser ganzen Debatte, oh, Woke, Custodes, Warhammer, bla bla bla, Gaslighting, wo auf einmal dieser ganze politische Diskurs losging, dachte ich mir irgendwie, na wenigstens ist jetzt Warhammer damit wirklich mal im Mainstream angekommen. Mit diesem Quark, ey. Oh mein Gott. Gut, Leute. Danke für die Aufmerksamkeit, das war hier ein kleines Kanal-Update. Bolterblante geht's gut, es geht immer weiter. Ja, ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Abend, Nachmittag, was auch immer.